Wie ist es eigentlich bei Oman Air in der Business Class zu fliegen? Wir sitzen gerade schon im Flugzeug. Es geht nämlich von München nach Maskat. Und da nehmen wir euch jetzt mal mit. Dann stoße ich mit euch an. Cheers. Oman Air fliegt hier in München ab Terminal 1 und das große Terminal, wo wir angekommen sind, weil wir sind von Köln hier hingeflogen, ist Terminal 2, das Lufthansa Terminal, das neue. Und deswegen fahren wir jetzt erstmal mit dem Bus vom Terminal 2 zum alten Terminal 1. Und ich hoffe mal, der Bus fährt auf los. Also wenn ihr euch fragt, warum wir hier den Aufzug nehmen, das heißt erstmal, dass man dich sieht hier im Video. Ja, peace! Witzig, servus. Und deswegen habe ich auch das Paket hier mit dabei. Fünfte Etage. Ja, ich hatte vor 10 Tagen eine Knie-OP. Ich laufe wieder. Eigentlich auch erst seit gestern. Ich würde mal sagen, wir sitzen nebeneinander und kann man machen, oder? Yes. Damit würde ich sagen, sind wir angekommen. So sieht das Ganze aus. Ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal an. Auf den Gio muss jetzt erstmal hier ankommen und sich sortieren. Wie geht es dir? Ja, sehr gut. Ich freue mich auf eine schöne Nacht. Wie ist dein erster Eindruck im Vergleich zur Lufti? Ja, ich würde mal sagen, das ist eine Business Class. Ja. Hallo. So, dann bekommen wir direkt schon mal hier ein warmes Tuch. Ich bin aber echt durch, deswegen meine Haare sehen wahrscheinlich richtig katastrophal aus. Aber, das es gibt, like the watermelon or orange juice? Orange juice, please. So, enjoy. Thank you. Alter, der schmeckt wie frisch. Das schmeckt wie ein frischer Oder. Ganz ehrlich, als ich das erste Mal Business Class geflogen bin, habe ich genau gedacht, ich fliege so. Und also war die, ja, wobei, nee, das obwohl, erste Mal, ja, United Business, war richtig gut, stimmt. Sind wir United geflogen, das war krass. Aber Lufti war nicht so. Bald kommt Allegris. Ja, also ich würde mal sagen, komm jetzt erstmal an und dann zeige ich euch mal einmal, was man hier so alles bekommt. Also und dann würde ich mal sagen, machen wir den Start und schauen mal, was wir hier alles haben. Nummer 1. Ich zeige euch mal, wie das hier aussieht. Also wir haben hier erstmal einen großen Fernseher. Den können wir steuern hier an der Seite mit, ich hoffe, ihr könnt das sehen, dieser Touch-Fernbedienung. Wir haben hier unten USB-A tatsächlich. Dann haben wir hier einmal eine Flasche mitgeliefert bekommen und dann hier so ein paar Hilfen, sage ich mal, die wir für den Flug haben. Und zwar Nummer 1 ist dieses Paket, ein kleiner Kulturbeutel von Amouage. Marke habe ich noch nie gehört. Machen wir direkt mal auf und schauen mal, was drin ist. Also sind schon so ein paar Sachen dabei. Nummer 1 sind braune Socken nachher zum Schlafen. Und dann haben wir dabei eine neue Schlafmaske in der Farbe braun mit grau. Auch sehr nett. Was haben wir noch so hier drin? Oh, ist sogar richtig viel. Da haben wir so zwei Ohrenpacks, falls es nachher beim Schlafen zu laut sein sollte. Amouage, ein High Perfumery from the Sultan of Oman since 1983. Okay, das heißt, wir haben hier ein Parfum dabei. Dann haben wir hier einmal Lip Balm. Das kann ich tatsächlich gerade sehr gut gebrauchen, weil meine Lippen einfach ultra trocken sind. So. Hallo meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch my Everyday Make-up Routine. Ich hoffe mal, das hilft ein klein wenig. Also Lippen haben wir dabei. Dann nicht zu vergessen, wenn wir uns nachher hinlegen wollen, haben wir hier, das müsste eine Matratze sein, die wir hier auf diesen Sitz machen können. Und dann haben wir zusätzlich noch einmal eine Decke. Beziehungsweise ich glaube sogar, dass das hier sowas wie so eine Auflage ist und das hier die Decke. Wenn wir uns jetzt hier diesen Platz einmal ein bisschen weiter anschauen, dann haben wir hier unten so ein kleines Fach. Hier oben kann ich meine Füße drauflegen, was sehr, sehr gut ist, da mein Knie doch noch ein klein wenig lidiert ist und ich merke, dass doch schon etwas, das anstrengend ist. Da kann ich meine Füße drauf machen, aber dafür sollte ich mir am besten mal die Schuhe ausziehen. Und, Gio,
Stell mal kurz auf, dass wir uns den Sitz angucken können. Da muss ich nicht aufstehen. Also, so sieht hier der Sitz aus und Anschnallgurte gibt es natürlich auch. Und wir können den komplett umlegen, ne? Okay. Und dann kannst du ihn wirklich bis komplett liegend machen, ne? Ja. Also, Gio hat ja gesagt, weil das werdet ihr wahrscheinlich nicht gehört haben. Und dann haben wir hier eine komplett ebene Liegefläche. Da würde mich natürlich nachher mal interessieren, ob ich da mit meinen knapp 2 Metern auch liegen kann oder ob das doch auch wieder ein bisschen knapp wird, weil wenn ich mich jetzt erinnere an Flüge der Lufthansa im letzten Video, wo wir die Business Class der Lufthansa ausprobiert haben, da hatte ich es mit 1,95 Meter doch ein bisschen schwieriger zu schlafen, deswegen habe ich das ein bisschen hochgelegt, weil ich mich nicht komplett hinlegen konnte. Da würde ich aber sagen, machen wir gleich mal den Test. Oh, was natürlich ganz wichtig ist, das habe ich ja fast vergessen, hier ist auch die Karte mit allem, was wir essen können. Die schauen wir uns am besten auch direkt mal an. Also, es gibt hier heute à la carte Essen. Als Appetizer gibt es einen Seasonal Salad, ganz oben. Red Lentil Soup with Fried Apple. Okay, warte mal, ist das alles auf Englisch oder gibt es die auch auf Deutsch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay, das heißt, wir haben dann Red Lentil Soup. Das sagt mir persönlich gar nichts. Classic Arabic Metze mit Hummus. Oh, das hört sich sehr gut an. Dann Main, es gibt Lamm, Fisch und vegetarisch, klassischerweise hier, kein Fleisch. Dann gibt es eine Käseplatte und ein Dessert, entweder saisonale Früchte oder ein Cheesecake. Und zum Schluss gibt es noch eine Selection of warm individually baked breads. Das finde ich cool. Und wenn wir jetzt hier nochmal ein bisschen weiter schauen, also das ist auf Arabisch. Und dann haben wir hier nochmal die Getränkekarte. Und was wir gerade hatten, ist auf jeden Fall schon mal ein frischer O-Saft, der mir sehr gut geschmeckt hat. Gio, hast du schon ausgewählt, was du trinken willst? Ich habe Champagner gewählt. Was für einen habe ich jetzt nicht gesagt. Und was du essen willst? Hast du da schon reingeguckt? Nee, du? Ich tendiere wahrscheinlich zum Fisch. Fisch? Aber werde ich mir gleich nochmal im Detail anschauen. Ich schaue mir das auch nochmal an. Ich muss jetzt erstmal mich hier so ein bisschen einrichten und ich würde mal, weil ich habe hier immer noch, jetzt ist hier der Facetrack an, keine Ahnung, wie ich den ausmache, aber ich habe halt immer noch meine Hose vom ganzen Tag an. Ich werde mich jetzt erstmal fertig machen und dann freue ich mich auf was Gutes zu essen, ein Leckeres zu trinken, ein bisschen Schlaf gleich hoffentlich und ich muss noch ein bisschen was arbeiten. Gut, ne? So, moin Leute, ihr seht, mein Knie ist noch demoliert. Wir sind noch nicht abgehoben. Es ist gleich 22 Uhr und ja, wir sind noch hier. Gio und ich haben aber gerade, weil ich jetzt anfangen wollte, ein bisschen was zu arbeiten am Laptop, haben wir geguckt, wie man diesen Fisch umklappt. So, ich heb das jetzt hier hoch und dann, hast du gesagt, einfach einmal drücken, das, oder? Achso, einmal drücken. Ah, einmal drücken. Und dann richtig professionell hier. Das ist auch ganz geil. Ja, guck mal, jetzt kann ich den so ein bisschen nach vorne und hinten schieben. Kann den auch so ein bisschen näher zu mir rannehmen. So, kann ich ganz entspannt hier meinen Laptop drauf klatschen. Und dann heißt hier ratzfatz, ab ans Business. Business, Motivation, Money. Ey, wenn es bei einem da draußen nicht so gut läuft, ich habe einen Weg, wie ihr euren Umsatz jetzt noch am Ende des Monats verdoppeln könnt. Wir haben ja gerade einen kleinen Appetizer bekommen. Also Essen ist ausgewählt. Es gibt, ich habe mich jetzt für das klassisch arabische Metze entschieden, was auch immer das bedeutet. Ein paar Sekunden später. Alter, das Lamm ist ja mal Hammer. Alter, das feiere ich hardcore. Das Lamm kann auf jeden Fall was? Gar kein Vergleich zu Lufthansa. Und wie viele Sterne würdest du dem Flug geben, summa summarum, von 10? 3. Ja, schon krass. Schon dramatischer Unterschied. Aber positiv. Wir machen mal eben kurz einen Einspieler. Gios Bewertung der Business Class in der 747, die war so. Und die Vorspeise ist von 10 eine? Eine hundertprozentige 11. Also Leute, zusammenfassend,
Das ist, das ist die Vorspeise hier. Eine 10 von 10. Was wird mit der Hauptspeise passieren? Yeah, yeah, yeah. Thank you. Das ist das vegetarische Essen. Mit dem Käse-Ravioli und geraspeltem Parmigiano. Was soll ich sagen? Das ist geil. Okay, wir haben gerade schon den ersten Taste gemacht. Und wir probieren jetzt mal einmal diesen riesigen Pilz. Ich stelle mir einmal hier das Glas zur Seite, damit ihr es besser sehen könnt. Und zwar ist das wirklich ein massiver Pilz. So groß. Ja, Pilz. Dieser Pilz ist der Grund gewesen, warum ich das hier primär ausgewählt habe. Ist es irgendwie was Besonderes? Oder ist es einfach nur ein Pilz? Das ist einfach ein sehr, sehr leckerer Pilz. Und Gio schwärmt von seinem Fisch. Und das ist nicht der Dominik-Fisch. Also Essen bei Roman Air ist auf jeden Fall mehr als approved. So, es ist recht spät schon. Wir haben genau genommen, was sagt meine Uhr? Meine Uhr sagt, dass sie keinen Akku mehr hat, 12:30. Und wir sind jetzt ungefähr 3 Stunden unterwegs. 3, 3,5 haben wir jetzt noch vor uns. Das heißt, wir sollten ein bisschen pennen. Und jetzt schauen wir uns mal einmal an, wie wir hier dieses Sofa zum Bett machen können. Wenn wir da drauf drücken, dann fährt jetzt. Weil, was wir jetzt machen ist, dass wir das Bett beziehen. Jetzt lassen wir mal die Arbeit Arbeit sein. Und jetzt kommt es drauf an, passe ich hier rein oder nicht. Wir machen erstmal ohne Decke. Ist okay. Ist auf jeden Fall deutlich besser als das, was wir sonst schon erlebt haben. Du hast auch nicht. Ich kann mich eigentlich lang machen. Schlafmaske nicht vergessen. Und damit würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Der Kapitän hat sich gerade schon gemeldet und gesagt, dass wir auf dem Landeanflug sind. Wir haben hier gerade so Tücher noch geliefert bekommen. Es war nett. Es war wirklich mal angenehm, einen Flug zu haben, wo ich ein bisschen Platz hatte. Also es ist ein bisschen warm gewesen, also die grundsätzliche Lufttemperatur hier. Die war gut im Flugzeug, die wurde angepasst, die war ein bisschen, wie soll ich sagen, kühler. Und oh, herrlich. Sonnenaufgang. Wartet Leute, ich zeig's euch. Ich sehe fertig aus, ey. Ist das nicht schön? Yes, 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 yes. Just give me a second. Also wir müssen jetzt auch mal wieder schnell den Sitz hier auf normale Ebene heben. Ja, hast du gut geschlafen? Ja, viel zu kurz. Aber viel zu kurz nicht, weil du nicht gut schlafen konntest, sondern weil die Zeit einfach nicht da war. Ja, es war einfach keine Zeit da, ja, genau richtig. Aber gut geschlafen haben wir schon. Also ich würde mal sagen, wir kommen so langsam hier auf die Beine und landen mal. Bis gleich. Herzlich willkommen in Maskat. Moman, was schön ist, ja? Das geht ja jetzt noch weiter. Während wir hier mit einer 7877 hingeflogen sind mit dem Dreamliner, geht es nämlich jetzt gleich weiter von Maskat nach Salalah in einer 737-900. Zumindest so die Angabe. Und da interessiert mich schon, das ist ja dann eher Kurzstreckenflug. Inwiefern unterscheidet sich das da? Aber wir machen uns erstmal fertig, gehen hier raus. Und allzu viel Umsteigzeug haben wir auch gar nicht, ne? Nee. Geht eigentlich recht fix weiter. Deswegen, bis gleich. Ich zitiere Jonathan Scipione. Das ist ja mal super schön hier. Wir sind jetzt hier in der, wie heißt der eigentlich? Prime Lounge? Prime Lounge, ja. Und haben hier gerade unseren persönlichen Service. Unser Flug geht um 8.50 Uhr, das heißt in einer Stunde und 15 Minuten. Und wir werden um 8.15 Uhr wieder abgeholt. Und jetzt könnt ihr euch das machen. Sieht schon sehr, sehr schön aus. Wir gehen mal einmal gemeinsam, würde ich sagen, zum Buffet. Und schauen mal, was man sich hier so Leckeres und hoffentlich auch Arabisches gönnen kann. Aber allein so dieser ganze Look und viel. Weil jetzt gehen wir jetzt hier einmal lang. Aber es hat schon was, oder? Also wenn man jetzt mal einmal hier so steht, so.
ist schon geil. Also wir haben Croissants, wir haben Obst, wir haben, das ist ja auch immer so geil, ne? Hummus, Hummus, Hummus. Überall ist Hummus. Verschiedene Hummusarten. Also ich glaube, hier wird man auf jeden Fall mehr als fündig. Ich finde es toll. Also ich würde mal sagen, das war ein mega Service, den wir gerade hatten, der uns jetzt gerade wirklich passend zum optimalen Zeitpunkt abgeholt hat. Was ich nicht wusste, der Oman ist ungefähr doppelt so groß wie die Schweiz. Und in Muscat, ich will jetzt niemandem auf die Füße treten, wie man es richtig ausspricht, leben ungefähr 500.000 Menschen. Ein bisschen traditioneller als die Vereinigten Arabischen Emirate. Und für uns geht es jetzt weiter von Muscat, quasi der Hauptstadt des Oman, nach Salalah. Mit so einem Flugzeug. Das ist eine Boeing 737-900. Und unser Flugzeug ist da vorne. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wieso auch die Serviceerfahrung auf so einem kurzen Schrittflug sind. Damit sind wir jetzt in der Business Class hier in der 737-900. Liebe Lufthansa, also wenn ich bei euch in der Business Class in einem Kurzstreckenflug sitze, dann gibt es das hier. Schau. Nicht. Das ist ja nicht vorhanden. Ich sitze hier wirklich wie so ein König. Also das ist ja der Wahnsinn. So kann man es aushalten. Und ich glaube, ich mache hier nochmal so ein Nickerchen. Und das kann man hier sehr, sehr gut. Ich glaube, das kann man hier sehr, sehr gut. Es sieht aber schon alles, wie er das eben meinte. Ich wollte jetzt nicht das Wort altmodisch sagen, aber es wirkt schon alles so ein bisschen klassischer, traditioneller. So ein bisschen, also es wirkt jetzt nicht wie modern. Das kommt, also modern habe ich jetzt hier nicht im Gefühl. Aber ich habe auch gar kein Problem mit. Ist trotzdem gut. Gute Nacht. Ich glaube, das war ein ganz entspannter Flug, würde ich gerade mal sagen. Das war schon ein anderes Kurzstreckenerlebnis, als man das sonst so bei uns kennt. Also die Sitze waren ja immer ultra gemütlich, richtig groß. Ich würde mal sagen, wir beenden das Video an dieser Stelle noch nicht, weil, was ich euch noch zeigen will an der Stelle, ist das Hotel, in dem wir jetzt gleich sind. Wir sind jetzt gelandet in Salalah oder Salalah. Ich weiß nicht genau, wie man es richtig ausspricht, aber ich glaube Salalah. Und mussten hier gerade nochmal Kameras checken lassen bei der Einreise. Das war dann doch recht strikt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Hotel ganz geil wird. Und dementsprechend würde ich sagen, fahren wir jetzt nochmal zum Hotel, gucken uns das Zimmer an und freuen uns darüber. Dementsprechend, bis gleich. So, der Gio ist weg und wir sind jetzt hier auf dem Hotelkomplex. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Zimmer aussieht. Ich drehe mal eben die Kamera. Willkommen in meinem Hotelzimmer. Das ist ja fast mehr wie so ein Wellnessbereich. Heiliger Strohsack. Also das hier scheint der Eingangsbereich zu sein. Hier haben wir das Schlafzimmer. So sieht es aus, das Schlafzimmer. Und von hier natürlich perfekt der Blick hier auf den Pool draußen. Wir gehen weiter und schauen mal, was wir hier noch so zu erwarten haben. Wir haben hier nochmal eine Begrüßungsnachricht. Welcome to our Balid Resort. Und dann gehen wir ins Badezimmer. Leute, ey. Hier ist dann die Badewanne. Da fehlen mir die Worte. Ich würde mal sagen, das ist eins der größten, schönsten Hotelzimmer, in denen ich in meinem Leben jemals gewesen bin. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Was ist das für eine Reise? Was ist das für ein Trip gewesen? Also diese Business Class da bei Oman Air war der absolute Wahnsinn. Das war so krass gut. Da hätte ich mir fast gewünscht, dass wir noch ein bisschen länger fliegen. Auch jetzt gerade der Kurzflug da. Das ist jetzt das Hotelzimmer, Leute. Ich bin ein bisschen sprachlos und würde damit das Video an dieser Stelle auch beenden. Hoffe, dass ich hier mit meiner OP-Wunde vielleicht doch noch mal ins Wasser kann. Ich werde jetzt erstmal recherchieren, ob das geht oder ob das nicht geht. Ansonsten danke ich euch sehr fürs Zusehen und würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Hier geht es jetzt auf jeden Fall erstmal weiter mit der Business Class bei der Lufthansa und zwar in keinem geringeren Flugzeug als der Königin der Lüfte, der Boeing 747. Auch das war ein ziemlich cooles Erlebnis. Wir haben nämlich im Upper Deck oben gesessen.
wie das gewesen ist, könnt ihr euch da ansehen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut. Ciao.